Ja, wie heizt man richtig? Normalerweise sollte man so heizen, wie man sich am wohlsten fühlt. Das Problem ist nur, dass das sehr oft nicht mehr passiert, sondern man überheizt die Räume. Man achtet nicht darauf, dass nicht jeder Raum dieselbe Temperatur braucht zum Beispiel. Man geht sehr schlampig mit den Heizkörperflächen um. Damit meine ich, die werden einfach verbaut oder mit Vorhängen verdeckt, damit man sie nicht sieht, weil so schön sind sie angeblich nicht. Ja, nur das Ganze führt natürlich dazu, dass die Wärme nicht in den Raum abgegeben werden kann. Und im Endeffekt macht man dann eines, man dreht automatisch das Thermostat drauf. Und ja, da muss man immer daran erinnern, dass halt 1 Grad Celsius, wenn ich das Ganze erhöhe, bringt 5-6% höhere Energieverbrauch für die Heizung. Man sollte auch die Einrichtung, das darf man auch nicht oft vergessen, ne? Wenn man die Einrichtung wechselt, also man verschiebt zum Beispiel seine Polstermöbel irgendwo anders hin, dann muss man auch darauf aufpassen, dass sie dann auch richtig zu der kalten Fläche Fenster zum Heizkörper stehen. Würde ich nämlich zum Beispiel mich Richtung mit dem Rücken zum Fenster, und das Fenster ist kein neues, setzen, dann spüre ich Kälte, die eigentlich von der Temperatur her gar nicht da ist, sondern das ist die Kälte, die vom Fenster ausstrahlt. Und dann mache ich auch wiederum diesen Affekt, ich drehe die Heizung höher, ich kann aber in dem Fall gar nichts dafür. Also man sollte wirklich mal wieder fühlen lernen, man sollte mal alle Thermometer wegsperren, sollte mal schauen, ob richtig eingerichtet ist und sollte versuchen, die Heizkörper freizuhalten. Auch von Heizkörperverkleidungen, also die bringen nichts.